So, das Riesenrad. Das Riesenrad. Wäre das nett, wenn ich einen Riesen hätte? Wäre das nett, wenn ich einen Riesen hätte? Sagte sich das Riesenrad. Sagte sich das Riesenrad. Ohne Riesen ist es fad. Ohne Riesen ist es fad. So, und jetzt nochmal mit aufgerichtetem Körper. Mal ein bisschen weiter nach vorne auf den Stuhl und gerade sitzen jetzt. Und jetzt nochmal schön laut. Wäre das nett, wenn ich einen Riesen hätte? Wäre das nett, wenn ich einen Riesen hätte? Sagte sich das Riesenrad. Sagte sich das Riesenrad. Ohne Riesen ist es fad. Ohne Riesen ist es fad. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, die Stimme wird wieder ein bisschen tiefer. Sie sind ein Erklärbär im Wald, der das jetzt ein bisschen tiefer nochmal sagt und nochmal ein bisschen kräftiger. Wäre das nett, wenn ich einen Riesen hätte? Wäre das nett, wenn ich einen Riesen hätte? Sagte sich das Riesenrad. Sagte sich das Riesenrad. Ohne Riesen ist es fad. Ohne Riesen ist es fad. So, jetzt nochmal was anderes. Nochmal den Bauch anspannen ein bisschen mehr. Der Wind, wenn er weht, der Wind, wenn er weht, treibt dies und das. Treibt dies und das. Hier liegt in einem Garten, hier liegt in einem Garten, ein Buch im Gras. Ein Buch im Gras. Flink blättert er weiter, flink blättert er weiter, bis Seite 100. Bis Seite 110. Als Gisela wiederkommt. Als Gisela wiederkommt. Ist sie verwundert. Ist sie verwundert. Wie war jetzt die Stimme? Wie? Bisschen rauer wieder. Das, also ich als, was die Mutter sagt, Mut habe ich eigentlich als schlecht empfunden. Echt? Ja, also ich empfand das. Wenn sie als gerechtig und deswegen wollen sie ja auch die Aufnahme machen, damit ich dann so vergleichen kann. Mhm. Jetzt, weil es auch, jetzt ist es auch grafhaft. Mhm. Ja, jetzt sind sie auch schon wieder aus der Puste, ne? Ja, normal. Normal? Da war